Freedom Challenge Tag 14, was ich von meinem Mentor gelernt habe. Ich bin ja, wenn du so willst, Freedom Business Mentorin, also ich zeige, wie du wirklich Fülle und Freiheit für dich leben kannst. Und mein Mentor, ich hatte viele verschiedene, und einer meiner Mentoren, die ich schon seit Jahren schätze, Roy ist einer der weltweit erfolgreichsten. Und er hat einen Punkt mal gesagt, schon vor Jahren, und den wiederholt er auch immer, immer wieder: Wachstum gibt es nur durch Neue. Und das ist etwas, das hat sich bei mir so eingeprägt, immer und immer wieder. Und ich habe gestern ein Telefonat mit einer gehabt, und da wird ja gesagt, boah, du bist für mich so ein Vorbild und ich lerne so viel von dir. Ich praktiziere das, wie du das machst mit dem Vernetzen, mit dem Verknüpfen etc. Und da liegt genau der Punkt dahinter. Ich liebe es, Menschen kennenzulernen. Ich liebe es, Menschen zu vernetzen, zu verknüpfen. Ich liebe es überhaupt, ja, Menschen, die Geschichten von Menschen und vor allem natürlich ihnen auch Lösungen anbieten zu können. Nicht unbedingt immer bei mir. Manchmal ist es, suchen die ganz was anderes, die zu vernetzen mit anderen, die zu verbinden, auch zu schauen, wie kann ich dem anderen was Gutes tun. Ich mache, hast du sicher mitgekriegt, ganz häufig Interviews. Morgen habe ich Interview mit dem Dr. Thomas Becker, Biochemiker, total spannend, ja. Aber das habe ich, ich habe jede Woche mindestens ein Interview für einen Amatas Live Talk oder für einen Podcast, was auch immer. Ich vernetze mich hier mit anderen Menschen. Ich gebe ihnen die Möglichkeit, dass sie mit ihrer Botschaft rauskommen, weiterkommen. Gleichzeitig wächst auch meine Reichweite. Und gleichzeitig haben Menschen die Chance, hier durch solche Dinge zu lernen, zu profitieren. Und dadurch wächst auch mein Business. Denn immer am gleichen Stand zu sein, das ist kein Wachstum. Wachstum gibt es nur durch Neue. Und wie lerne ich neue Menschen am einfachsten kennen? Natürlich kann ich ganz normal kontakten. In Social Media ist es so einfach. Ich kann im Café jemanden kennenlernen. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ich kann mich vernetzen. Aber eine Möglichkeit, die ich total liebe, sind Interviews. Und zwar mit sehr bekannten Leuten und mit weniger bekannten Leuten. Ich habe, wie ich angefangen habe, Interviews zu machen, mit eher wenig Bekannten angefangen. Das spielt am Anfang gar keine Rolle. Wichtig ist, dass du für dich immer hinschaust, was hat der andere davon, dass es dich gibt. Und wenn du das im Blick hast, dann wirst du sozusagen, und zum Beispiel diese Möglichkeit nutzt, das ist ein Tool, eine Strategie oder ein Punkt aus der Strategie raus, die dein Business einfach wachsen lässt. Von daher, wenn du selber neu am Start bist mit deinem Business, lade ich dich ein, mach das über diese Schiene. Frag die Leute einfach an. Die allermeisten freuen sich, wenn sie gefragt werden. Die allermeisten. Wenn du schon länger dabei bist, nutz diese Möglichkeit. Denn du wirst neue Menschen für dein Business generieren, definitiv. Und wenn du schon sehr, sehr bekannt bist, auch dann macht es immer noch Sinn, denn ich glaube, jeder von uns, zumindest jeder, der sich dieses Video anschaut, hat lebensverändernde Dienstleistungen, lebensverändernde Produkte, hat eine wichtige Botschaft, die Welt einfach braucht, die Menschen brauchen. Und wenn du das hast, ist es wichtig, dass das nach draußen kommt, dass die Menschen davon erfahren. Also von daher wünsche ich dir ganz viel Freude und Spaß beim Kontakten, beim Interviewen. Ich persönlich habe, wie gesagt, morgen wieder eines. Ich hatte gestern eins, ich habe morgen eines.
Und ich bin vor allem nicht nur im Interviewbereich unterwegs, sondern ich habe dann immer für die Menschen, die ich auch kennenlerne oder die ich auch in meine Gruppe einlade, Finanzielle Freiheit für Powerfrauen, auch immer noch persönliches Coaching, persönliche Begleitung und auch kostenfreie Webinare, so wie zum Beispiel morgen und am Samstag Lebe deine Mission. Denn auch da, indem ich teile mein Wissen, meine Expertise, meine Erfahrung, auch die Fehler, die man nicht machen muss, auch dadurch wächst automatisch das Netzwerk, wächst automatisch mein Business, ziehe ich neue Kunden an. Wachstum gibt es nur durch neue. Schreib gerne in den Kommentar, was du dazu denkst, wie du darüber denkst. Wenn dich das interessiert, was ich mache, abonniere den Kanal, teile es gerne mit deinen Freunden. Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag und bis dann.